So, hallöchen liebe Freunde, da sind wir mal wieder bei Fantasy Star Online Episode 1 und 2. Oh, einen Moment, ich muss mal eben das Licht hier ausmachen, damit ich es ein bisschen düster habe. So, alles klar. Dann setze ich mich hier auch schon auf mein Bettchen und bin jetzt auch voll schlau und so und habe jetzt mal hier auch mein Handy und sehe gerade, dass 1.07 Uhr ist. Ich nehme wieder etwa eine Stunde auf und weiß, dass ich dann um 2.07 Uhr mit meinem Bett sein liegen dürfte und so. Gut, wir werden Offline-Modus starten, im Single-Mode natürlich, und werden unseren schönen A-Punkt-Rainbow nehmen. Das letzte Mal haben wir ja erfolgreich diese Episode hier abgeschlossen und deswegen werden wir uns jetzt an die Episode 2 ranwagen. Und ich sage jetzt schon direkt, dass der Anfang ziemlich plump leicht wird. Die ersten zwei Level und die letzten zwei Level, die werden richtig hardcore. Wir können jetzt auch den Hard-Modus nehmen, wenn wir wollten, aber das wäre ein bisschen zu arg, deswegen nehmen wir normal. Und wir legen los. Hui, ich freue mich schon. Und es ist auch seit langem wieder die erste Aufnahme, die ich mache, weil ich war wieder eine Woche krank. Das war extremst kacke. Wenn der Hals extrem verschleimt ist, dann man auch noch Fieber hat und dann nicht sprechen kann und weil der Hals dick ist und hat der Butte, Butte, Buh, das ist echt eklig. So, guten Tag. Das ist unsere neue Bürgermeisterin in Episode 2. Hunter R. Rainbow, danke, dass du gekommen bist. Ich bin Natasha Mila Rose. General Chief der Pioneer-2-Forschungseinrichtung. Du bist zum ersten Mal im Labor, stimmt's? Eigentlich nicht, aber egal. Dies ist das Zentrum aller Pioneer-2-Forschungseinrichtungen. Wir nennen es einfach das Labor. Der Vorfall auf Ragol, die mysteriösen Untergrundruinen und aggressive Lebensformen. Ich bin sicher, dass du als Hunter alle kennengelernt hast. Ja, so ein bisschen. Hier führen wir Untersuchungen mit dem Hunter durch. Wir berichten unsere Ergebnisse dann an der Administration. Was wir heute mit dir besprechen wollen, bezieht sich auf keine direkte Order der Administration. Es ist mehr eine Missionsanfrage des Labors an alle Hunter. Ich werde es dir kurz erläutern. Alter! Durch unsere Forschung haben wir einen neuen Punkt auf Ragol entdeckt. Vor kurzem sandte uns sein Mann eine Mitteilung. Dieser Mann war ein hochrangierter Offizieller von Pionier 1. Laut dem Protokoll, das wir auf unserer Reise erhielten, starb der Mann vor ein paar Jahren auf der Oberfläche von Ragol. Wir wollen herausfinden, was mit ihm geschehen ist. Aber diese Mission ist sehr riskant. Und die Mission muss ein Geheimnis bleiben. Damit wir deine Fähigkeiten als Hunter einschätzen können, musst du dich eine Reihe von Examen unterziehen. Ein Berater wird dir Details über das Hunter-Examen mitteilen. Ich freue mich schon auf deine guten Resultate. Alles klärchen. So, jetzt sind wir hier in Episode 2. Man sieht schon, hier ist es ein bisschen weiter gestreckt und auch ein bisschen stylischer und detaillierter und schöner. Und wir haben hier zwei Teleporter. Hier gibt es einen. Ich weiß gar nicht, kann ich da jetzt schon hingehen? Lala. Tatsache, da kann ich jetzt schon hingehen. VR Tempel Alpha, da gehen wir dann gleich hin. Ich zeige es euch jetzt nochmal ein bisschen. Und hier geht es dann zu den zwei stärkeren, brutaleren Dingen. Aber da kommen wir noch nicht rein, weil wir halt erst dieses Examen bei dem anderen Teleporter machen müssen. Damit wir die eigentliche Mission, die dort stattfindet, erst machen können. Eigentlich easy going. So, gehen wir hier runter. Und ja, hier ist eigentlich nichts mehr, hier sind nur so PC-Dinger und hier ist Space und hier ist ein Loch. Ach nee, das ist Glas da unten, okay. So, dann gehen wir da zum Teleporter. Und jetzt sind wir in der Stadt drin, auch im Pioneer 2. Witzigerweise sieht jetzt Pioneer 2 hier vollkommen anders aus und ich führe euch auch mal ein bisschen rum hier. Wie gesagt, hier geht es wieder hoch zum Principal. Hier ist die Hunter's Guild, also hier werden Quests angenommen, aber in Episode 2 ist es so, dass die alte Version von PSO noch keine Quests hat. Nur die Download-Mission, die man halt im Online-Modus halt kaufen konnte mit dem Photon-Drops. Und hier ist gar nichts. Ich habe nie genau gewusst, was der Raum hier sollte. In dem Raum gibt es auch später einen Teleporter, beziehungsweise das ist der Teleporter zum Online-Modus. Das heißt, er bringt uns auch nicht so wirklich viel. Hier ist auch irgendein leerer Raum. Ich habe keine Ahnung. Ein Mülleimer übrigens. Und hier haben wir das Herz praktisch. Hier haben wir den Shop mal wieder.
Hier haben wir den Item-Bewunderer und hier haben wir auch gleich die Bank. Die ist direkt jetzt neben dem Händler, das ist auch praktisch. Und hier haben wir jetzt auch die Krankenschwester. Und wenn man sich hier reinstellt, dann ist auch die Musik anders, das hört man auch. Und da unten ist noch ein fetter Parkplatz praktisch gesehen. Wir erinnern uns ja in Episode 1 bei Pioneer 2, dass neben der Bank auch so ein komischer Parkplatz war, wo dann immer das Telepipe war. Und das Telepipe, das befindet sich dann immer hier, wo ich gerade entlang laufe. Also wenn man jetzt sich vom Tempel auf hier hochportet, dann landet man hier. Und kann dann direkt hier so da hochlaufen und dann zum Shop gehen. Zum Beispiel. So, jetzt, ich bin eigentlich schon fertig mit dem Rumschauen. Das war es eigentlich auch schon. Pioneer 2 ist jetzt hier nicht ganz so spektakulär, aber ich finde es hier ein bisschen schöner und strukturierter. Vor allem halt mit dem Shop und der Bank. Das ist ziemlich praktisch. So, okay. Ich muss mal eben schauen. Ich habe nur 4 Demate. Die kaufen wir mal eben ein. Habe ich ein bisschen Geld dabei. Ja, wow. Gut, ich kann ja ein bisschen verkaufen. So, guten Tag. La 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 la. Ein Assault. Habe ich den jetzt schon? Ich weiß es nicht. Habe ich schon einen auf der Bank? Nein. Mit einem Item. Ein Assault habe ich schon. Gut, dann kann ich den verkaufen bei mir im Inventar. Nein, nicht kaufen. Verkaufen. Man sieht übrigens, dass der Waffenshop wirklich unglaublich tolle Waffen hat. Nicht mal annähernd. So, okay, jetzt kaufen wir noch die Mate ein. Monomate haben wir auch keine. Gut zu wissen. So, sortieren automatisch. So, tala. Trimate haben wir auch 10 Stück. Ach du Scheiße, was haben wir da alles eingekauft beim letzten Mal? Deponieren, Meseta. So. Was ich noch so ein bisschen erzählen kann, ist, dass ja, wir, also Gobbo, Shinso und Dejimo eigentlich letzte Woche Freitag eigentlich Minecraft aufnehmen wollten. Der Dejimo, der konnte dann leider nicht, weil irgendwas bei ihm dazwischen gekommen ist. Er hat wohl irgendwie Besuch übers Wochenende und klar, Real Life geht halt vor und pipapo. Und da haben wir halt gesagt, Gobbo, Shinso und ich, dass wir einfach einen Livestream machen. Und dann ganz spontan. Wir haben alle drei ein Infovideo rausgehauen und dann kamen so etwa 20 Viewer. Das war voll dufte. Und hat Spaß gemacht, sage ich ganz ehrlich, und ich sage auch so viel, dass es auf jeden Fall nicht der letzte Livestream war und es hat wirklich Fun gemacht, ganz ehrlich. Wir haben so viel Scheiße gemacht und so viel gelacht, das war echt sau cool und es ist auch wirklich um einiges geiler und interessanter, wenn halt wirklich die Zuschauer live dabei sind, mit denen man dann direkt die Fragen klären kann, wenn sie welche haben und so ein Kram. Ich fand es auch wirklich erstaunlich, dass echt wegen mir ein paar Leute gekommen sind. Ich fand das voll toll, ohne Witz. Ich weiß den Namen jetzt leider nicht mehr so ganz. Auf jeden Fall habe ich zu dem einen Namen gesagt, dass es sich anhört wie so ein Waschmittel. Name, der sich anhört wie ein Waschmittel. Wenn du PSO schaust, das tut mir leid. Ich habe es nicht so gemeint. So, okay. Jetzt sind wir hier im Tempel. Und wir sehen schon, die Monster, die überschneiden sich hier aus den ganzen Gebieten. Hier sind jetzt zum Beispiel die Posen-Lilies und die Rack-Rack-Bees. Und es ist logischerweise jetzt auch ein bisschen leichter, weil halt die Monster, verteilt sind von allen möglichen Gebieten. Und halt die Rappies zum Beispiel, die werden mit einem Schlag alle schon gekillt. Genauso wie die Poison Lilies. Und das ist auch neu, jetzt können auch Gegner hier auf den Gängen auftauchen. Lalala. Pam. Aber wirklich gute Items gibt es halt auch nicht. Das ist halt praktisch wie Forest im Episode 1. Allerdings ist es nicht ratsam, mit Level 1 hier schon die Episode 2 anzufangen, weil die Demanians zum Beispiel viel zu stark sind. Also sind sie jetzt nicht zwingend, aber man sieht ja, die geben bloß 6 EP. Aber das ist schon ein Unterschied. Das merkt man deutlich, wenn man mit Level 1 darum knüppeln will. So. Saber. 10 Meseta immerhin. Ab, ab, ab. Bam. So, okay. Da unten. Was übrigens auch eine Neuerung hier in Tempel Alpha ist, dass es erstens solche dunklen Räume gibt. Ziemlich cool.
Und des Weiteren gibt es auch manchmal so Labyrinthe, genau, wo auch Gegner drin auftauchen, die man verprügeln kann, durch die Wand. Und andererseits passiert es auch mal, dass es Steinwände gibt, die man zerschlagen muss. Da muss man einfach eine Weile draufkloppen und die gehen irgendwann dann kaputt. Das gibt es jetzt nicht ganz so oft, aber das passiert schon ab und zu mal. So, Handgun, die ist bestimmt handlich, haha. So, hier haben wir eine Druckplatte. Das sehen wir schon, weil da ist nämlich eine geschlossene Tür mit einem roten Schalter jetzt nur noch. Jetzt müssen wir halt noch den anderen Schalter finden. Und der ist hier. Das gibt es auch bei Tempel. Und ich sage auch ganz ehrlich, die Tempelruine, also das Tempel-Level, das finde ich an sich ziemlich stylisch, muss ich sagen. Und ich werde auch so viel verraten, dass es wieder ein Wassermonster als Endboss gibt hier. Den werden wir mit Leichtigkeit erledigen, habe ich das Gefühl. Mit dem Sau-Eater geht es sowieso ziemlich flott. Flotti Karotti, höhö. Komm. Okay. Ah ja, gut. Die Tür ist wieder rot, warum? Ach so, da ist... Aua. Da ist einfach so ein Laser. Den müssen wir halt einfach aktivieren, dann ist der weg. Dürfte auch keine große Schwierigkeit sein. Dann gehen wir hier durch. Durch einen weiteren dunklen Raum und... Upsala. Dieser Penner. So. Ah, Sonnenlicht. Ah. Na, schade, ich darf ihn erwischen noch. So, ah ja, du da. Was willst denn du, hä? Problem oder was? So, ich sehe auch gerade, dass wirklich unser Schaden gar nicht mal so verkehrt ist, ohne Witz. Mein erster Schaden damals, der war schlechter. Gut, aber da habe ich auch das Mega auch voll verskillt gehabt. Da habe ich einen Donner auf Dex, glaube ich, geskillt. Und das ist natürlich falsch. Als Hunter braucht man ja Power und Def. So, und das ist auch schon eine dieser Wände, die ich gemeint habe. Oh, hallo, Großer. Wow. Du hältst ein bisschen mehr aus, Kollege. So, du schiebst bitte auch. Und weißt du was, ich bin gerade ein bisschen faul. So. Hier haben wir Trimate. Ich werde mal schauen, ob ich das Mac schon füttern kann. Jawohl. Trigonometrie, würde ich mal sagen. Oh Mann. Diese scheiß Witze, ich hasse es. Mir tun sie langsam selber auch weh, aber ich kann ja auch nichts dafür. Das ist so ein Reflex von mir. So, da schlagen wir jetzt drauf. So. Und das ist übrigens auch egal, wenn man den starken Schlag macht. Das hilft genauso wenig. Man muss immer 6 Schläge drauf machen. Da lohnt es sich dann eigentlich auch, wenn man einfach mit einem Blade drauf klopft, weil das geht dann ein bisschen schneller, logischerweise. So, okay. Lululu, dann gehen wir hier durch. Über einen schönen Bergweg. Grüße euch. Oh, hängen wir fest, Schatz hier. Scheiß Kackvieh. Ja. Oder Kackspecht. Wäre ja in dem Fall gar nicht mal so verkehrt, weil es ja Vögel sind. So. Jetzt haben wir hier wieder eine geschlossene Tür. Da fehlt ein Schalter. Den müssen wir aktivieren. Dann können wir nämlich hier durchgehen. Und eieiei, ist das gemein. Ups.